Der sogenannte Moderator ermöglicht, die Lautstärke des Klaviers zu reduzieren. Eine mechanische Vorrichtung platziert dabei lediglich einen Filzstreifen zwischen Hämmer und Saiten, sodass der Ton gedämpft wird und, ja, daher der Name moderat klingt. Moderne Klaviere besitzen meistens ein drittes, und zwar das mittlere Pedal, das diese Aufgabe übernimmt. Dieses Pedal wird während des Spiels nicht, wie es bei den beiden anderen der Fall ist, dem Klavierstück entsprechend mehrmals getreten, sondern hat vielmehr die Funktion eines Hebels, welcher den Moderator einmalig einschaltet, sodass er permanent wirkt. Das Pedal rastet, je nach Konstruktion, entweder von selber ein oder muss nach Betätigung seitlich fixiert werden. Fehlt das mittlere Pedal beim Klavier, ist dies nicht unbedingt ein Indiz dafür, dass es keinen Moderator besitzt. Da es sich ja um einen Ein-Ausschalter, wenn man so will, handelt, findet man anstelle eines Pedals oftmals einen Hebel unter oder neben der Klaviatur. Somit ist es auch bei älteren Klavieren, die eine solche Dämpfung fast nie hatten, möglich, einen Moderator nachzurüsten. Für Fingerübungen oder um ein Stück erstmal kennenzulernen, ist der Moderator sicher eine feine Sache. Da sich aber bei Gebrauch ein Filzstreifen zwischen Hämmer und Saiten befindet, ist an einer musikalischen Ausgestaltung nicht zu denken, da zu viele Teiltöne im Klang verloren gehen. Das Klavier klingt wie in Watte gepackt. Ein weiterer Nachteil ist, dass man den Widerstand des Filzes beim Anschlag negativ spürt. Lässt man sich andauernd darauf ein, besteht die Gefahr, dass man sich eine andere Spielart aneignet. Daher mein Rat: Verwenden Sie den Moderator nur in seltenen Fällen, vielleicht nur, um sich einen Fingersatz anzueignen oder die Struktur eines neuen Klavierstücks kennenzulernen. Das mittlere Pedal hat beim Flügel eine ganz andere Funktion. Dort wird die komplette Mechanik verschoben, sodass die Hämmer die Saiten nicht mit ihrer ganzen Fläche treffen und ein anderes Klangbild entsteht.